Mit ganz großer Wichtigkeit, dann gehen wir in den Damm rein, aber sonst. Oh, was liegt hier? Ja, leer. Okay. Aber sonst gehe ich da nicht mehr rein. Aber inzwischen gibt es den schon nicht mehr. Wär schon lit, wenn der jetzt halt in dem Modus hier drin wäre. Und wäre auch lit, ehrlich gesagt. Fände ich auch immer noch lit, wenn man den wie in Minecraft zähmen könnte. Das wäre einfach lit. Just put me lay down for a bit. Nee, wir layen uns jetzt hier nicht down. Ah, muss es hier so kalt sein? Das ist ja Wahnsinn. Oh. Auch schon wieder der Kollege da auf dem Weg, oder was? Hallo? Die hat auch nur noch 41%. Ich weiß gar nicht, wie viel ein Schuss kostet. So, wir beiden, wir treffen uns jetzt also wieder genau auf dem Weg natürlich hier. Als hätten wir es einfach abgesprochen. Kommt auch schon so eine geile Musik. Könnt auch jetzt das Bild so zusammenfahren und dann hätten wir hier so ein Standoff im Wilden Westen. Da wird die Musik ehrlich gesagt auch dazu passen. Ja, kehr du mal um. Allgemein, weil ich auch gerade schon gesagt habe, dass die Atmosphäre einfach geil ist. Und diese Musik immer dazu. Also ich kaufe mir nicht viele Spiele-Soundtracks, aber bei The Long Dark, da habe ich auf jeden Fall eine Ausnahme gemacht. Da musste ich mir den Soundtrack dazu einfach kaufen, weil diese Musik dazu, die ist einfach so geil. Ich meine, allein dieses eine Lied, was im Intro von Wintermute kommt, boah, das war schon... Also, wo ich das zum ersten Mal gehört habe, auch noch mit diesem Video zusammen dann dazu, das ist schon wirklich abartigst Lied. Und ich denke mal, für uns geht es jetzt halt hier links rein. Den Damm haben wir schon in Aussicht. Er speichert, es hat kurz geruckelt, ich habe Angst. Aber der Bär, der kann uns ja nicht mehr entgegenjäten hier. Wir müssen jetzt halt hier irgendwo so einen halsbrecherischen oder so einen fußverstauchenden Weg hier jetzt halt hochgehen, oder was? Jetzt halt auch noch gegen den Wind anrennen. So, ja nee, also kalt kann uns hier gar nicht sein. Wir sind am Sporteln, sind wir hier. Wir sind am Schwitzen. Wir haben sogar eine Gesichtsmaske an. Also es kann uns nicht mal, der Schweiß im Gesicht kann nicht mal durch den kalten Wind kalt sein. Weil wir echt top ausgestattet sind eigentlich. Aber mal schauen, was wir jetzt hier auf jeden Fall finden. Wir sind gleich da. Dann können wir uns ein bisschen aufwärmen. Da können wir uns auch vielleicht die ein oder andere Minute kurz hinlegen. Damit wir dann in der Nacht im Damm sind. Und wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht, ob wir in der... Müssen wir im Damm? Wir müssen auf jeden Fall im Damm, haben wir uns auf jeden Fall, habe ich mir da noch was offen gelassen. Beziehungsweise was nicht gefunden. Die Tür. Die Tür nach dem Eingang, die hat einen Code gebraucht. Die müsste ich wahrscheinlich noch aufmachen, aber schauen wir mal. Vielleicht findet man da irgendwie den Code dazu noch. Wo ist jetzt die Luke? Come on. Nicht beide tot. Onkel Hank, bist du's? Das sieht mir eher nach Onkel Hank aus. That'll come in handy. Erst Angela, dann Onkel Hank. Here it is. Ups, nein. Nein, wo sind wir denn? Wir wollen... Wegelagerei, nein, wo... Oh Gott. 45, 18, 32. 45? Oh. Okay. 45. 18?
und die 32. Öffnen. Klappe öffnen und rein da. Habe ich auch bisher ganz selten, das heißt ganz selten, aber noch nicht. Noch nicht so oft besucht im Bunker. Wer liegt jetzt seit hier? Ich dachte, ich habe Onkel Hank und Angela schon gefunden. Dann bleibt nur noch ihre Mom. Aber die würde wahrscheinlich nicht hier sein. Lampenöl nehmen wir auf jeden Fall mit. Hallo? Ah. Nichts? Dann ist das wahrscheinlich jetzt dort Onkel Hank. Wir werden diese Sachen in Ehren halten, die wir hier jetzt halt mitnehmen werden. Getragene Arbeitsstiefel können wir eventuell zerlegen. Oh, Signalpatronen, die nehmen wir natürlich ganz gerne mit. Verbände kann man nie genug haben, Stoff auch nicht. Was haben wir hier noch so? Jetzt noch nicht. Das schaue ich jetzt gleich, wie viel wir jetzt halt dabei haben. I could use this. Ein Nähzeug sollten wir uns auf jeden Fall mitnehmen. Oh ja, uiuiui, Moment mal, was sehe ich denn? Was sehe ich denn im Regal hier stehen? Das nenne ich doch mal was. Da nehmen wir erstmal ein Fläschchen und gönnen uns. Wenn wir nicht eh schon so beladen wären. Wir können ja nochmal zu Oma hochlaufen und können ihr hier noch was zum Essen vorbeibringen. Weil wir so viel wirklich haben. So, schauen wir hier den Tisch noch rein. Streichhölzer haben wir auch reichlich. Dann habe ich da auch schon eine Notiz am Boden gesehen. Die ich mir natürlich auch durchlesen will. Hanks Tagebuch, Teil 2. Die Dinge haben sich nicht so entwickelt, wie ich es gehofft hatte. Es stimmt schon, Hoffnung ist keine Strategie. Ich wollte ein paar Vorräte in den Bunker schaffen, aber ich wurde den ganzen Tag bis hierher von Wölfen verfolgt und konnte ihnen nicht entkommen. Einer von ihnen hat mich am Bein erwischt, bevor ich die Luke hinter mir zuschlagen konnte. Die Wunde brennt wie Feuer, ich glaube, sie ist entzündet. Und jetzt höre ich das Kratzen an der Tür. Ich traue mich nicht, sie zu öffnen. Angela, ich hoffe, das bist nicht du oder deine Mutter. Aber das kann nicht sein. Es wäre einfach zu früh. Ich werde noch ein wenig hier unten warten und nachsehen, sobald die Sonne aufgegangen ist. Jetzt muss ich nur noch einen Weg finden, die Zeit hier unten im Auge zu behalten. Ja, es ist also im Endeffekt für niemanden gut ausgegangen. Der gute Hank. Da sieht man eher nicht wie ein Bein aus hier, sondern wie der Fuß, wo sie ihn erwischt hat. Hier könnten wir uns halt echt fett bedienen. Aber wir haben wirklich viel zum Essen dabei. Und wir können jetzt zum Beispiel das Hundefutter hier ablegen mal. Oder mal zumindest die schlechteren Sachen. Und mal hier zumindest so ein paar Qualitätsprodukte noch mitnehmen. Wir stellen den Rest auch hier ins Regal. Vielleicht kommt ja doch. Es kann gar keiner mehr kommen sonst. Außer Angela lebt noch. Und das war irgendjemand anderes halt einfach, die wir da gesehen haben. Wir snacken uns jetzt halt voll. Wir machen jetzt halt alle Werte auf voll, damit wir hier irgendwie dieses ganze Zeug in Ehren halten können. Oder dass es uns zumindest weitergeholfen hat. Da kam er gar nicht zum Wort. So schnell hat er die Flasche aufgemacht und sich das Neidzungen. So, Gewehr-Set haben wir. Erste-Hilfe-Set. Wir sind schon wieder bei 40 Kilo. Stimmt, die Schuhe. Schuhe wollten wir uns noch zerlegen. Das machen wir auch noch ganz fix. Und dann 1:30 Stunden. Wir haben ja Zeit. Es muss ja erst noch Nacht werden.
haben wir das zumindest schon mal zerlegt. Dann können wir nämlich das hier auch reparieren. Das wäre ja auch mal schon mal nicht so schlecht, wenn wir das repariert haben. Und ja. Sonst gibt es hier nicht mehr so viel zu tun. Wir sind voll aufgewärmt. Wir sind nicht ganz so fit. Ich weiß nicht, wie. Ja. Der ist nicht weit weg, der Damm. Da kommen wir in einem Katzensprung kommen wir da hin. Heißt das so? Jetzt frage ich mich schon wieder, wie ein Sprichwort heißt. Ich denke, es heißt so. Dosenöffner haben wir auch. Notfallspritze haben wir gerade eben schon zurückgelassen. Also würde ich sagen, können wir den Bunker hier verlassen? Dann schauen wir mal. Ah ja, hier ist natürlich wieder bestes Wetter jetzt hat. Wie viel Kilo haben wir jetzt noch? 41. 41. Warum haben wir den nicht an? Wir haben hier eine riesige Skijacke dabei, die wir nicht mal anhaben, oder was? Sehe ich das gerade richtig? Die merkt man uns auf jeden Fall. Die werden wir noch zerlegen. Haben wir auf jeden Fall hier wieder einen kleinen Sprint. Es ist nicht so kalt. Aber wir haben... Ah ne, wir haben... Ich dachte kurz, wir haben unseren Lebensboost verloren, aber haben wir auch nicht. Wir sind einfach nur so low. Ein bisschen redender. Aber dann sind wir jetzt dann auf dem Final Weg. Mich würde es ja echt interessieren, wo der Rest jetzt halt liegt. Von diesem, gerade von den Vorratsverstecken jetzt halt. Da müsste ich jetzt halt wieder den ganzen Rätselsee abgehen, jedes Haus nochmal reinschauen, ob hinter irgendeiner Kiste was liegt. Und wahrscheinlich liegt dann da nicht mal was, sondern hinter dem dritten Baum links von dem umgestürzten Waggon Nummer 4. Da liegt dann wahrscheinlich eine Notiz dahinter. Aber ist auch schön. Mag ich ehrlich gesagt schon. Wenn wirklich so eine Spielwelt auch viel bietet. Und wenn man nicht nur einfach belanglos halt irgendwo rumläuft, sondern wenn man auch mal ein bisschen was suchen muss, um eventuell das eine oder andere noch freizuschalten oder zu finden. Also. So, aber jetzt sind wir. Jetzt sind wir gleich da. Es ist noch nicht mal Nacht. Wir sind also schon. Wir sind überpünktlich, sind wir sogar. Der Damm. Als ob wir da nicht. Als ob wir da nicht schon waren. Da hatten wir die erste Begegnung mit dem Bären. Man sieht auch unsere Spuren, dass wir tatsächlich schon hier waren. Die ist ja, denke ich mal, von uns hier. Die Patronenhülse. Stimmt, hier an dem Tor hat alles angefangen da vorne. Da sind wir das erste Mal, haben wir uns da getroffen. Das werde ich meinen Enkel noch erzählen, dass der große Bär und ich uns da zum ersten Mal getroffen haben, kurz ein Bier gesippt haben und dann... Ich laber schon wieder. Ich so viel Zeug... No way. Jetzt hat aber wirklich. Ich hab's letzte Folge schon vermutet. Aber jetzt hat ist es einfach wirklich. Wie er immer kurz vor Season-Ende oder kurz vor Staffelende halt noch da ist. Oh, Mackenzie. So you're still alive. Methuselah. You appear in the strangest places. You've left your mark, and have overcome great odds so far. But this part of the world still holds some secrets. I'm not sure this is the right time for... There are still stories that need to be told if you wish to play a part in them. There is always time for that. But if you are in a hurry... By all means, go. Nobody would fault you for continuing your journey. Onward. You know, it's been a hell of a slog out there. Never mind that damn bear. I've nearly died more times than I care to count. It couldn't have been easy for you, either.
You seem strangely calm about the hostility of this place. I have wandered these paths a long time, friend. I was a walker. Now I'm a watcher. I'm here to observe these times and help where I may. As strange as it is to run into you again, it's good to find a familiar face in all this frigid wilderness. And keep to your paths. If this is a reckoning, as you say, I hope ours cross again. Den guten Methusalem haben wir auf jeden Fall auch wieder getroffen. Ja, strange. Das oh Gott. Ja. Nochmal von vorne anfangen. Interessiert mich auch, wie dem seine Story ist oder wie das da jetzt halt weitergeht, sag ich mal. Weil ich meine, er taucht ja wirklich jedes Mal, er ist in jeder Folge bisher immer so mal wieder an irgendwelchen komischen Orten aufgetaucht. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, wir werden ihn nochmal sehen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er noch auf jeden Fall, na, was ist auf jeden Fall, aber ich glaube, vielleicht wird er auch noch eine wichtige Rolle spielen. Wir gehen auf jeden Fall noch in den Damm rein. Die Folge ist natürlich jetzt halt auch schon wieder 1-2 Minuten alt und deshalb würde ich sagen, nachdem ich schon wieder komplett übertrieben habe mit der Folgenlänge, warten wir jetzt doch noch eine weitere Folge ab, bis wir hier jetzt halt im Damm unsere Späßchen machen können. Deshalb würde ich sagen, wenn das Video awesome fandet, lasst ein Like da, einen Kommentar oder besten Fall noch ein Abo. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Es tut mir leid, dass diese Folgen so lang sind. Ich vergesse immer die Zeit wirklich. Hätte jetzt gedacht, da kurz hin und her laufen, das dauert 10 Minuten. Jetzt sind wir bei über 30, 35 Minuten. Hilfe, 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 Hilfe. Naja, bis zur nächsten Folge. Servus.